Tag der offenen Tür in der Kita Schur Talk. Schaut euch einfach mal um, seht euch diese kleinen Racker einfach mal an und jetzt Abfahrt in den ersten Kampf. Wir starten mit Altaria und wechseln gleich rüber in Onyx. Onyx ist unser kleines Problemkind, weil er kann sich nicht sehr gut benehmen. Er schmeißt gerne mal mit Sand, manchmal auch mit Steine, also bei den Gegnern ist er nicht gerne gesehen, aber naja, ich schilde das Ganze mal. So, Castellit einmal runtergefarmt. Der kommt als nächstes. Tangolos ist wieder da und dann müsst ihr das mal ein bisschen Sand graben, ein bisschen mit Sand schmeißen, wie gesagt. Das kommt schon ganz gut. So, rüber damit. Ja, schon Kratzen im Hals hier vom ganzen Sand. So, Verteidigung sinkt. Ich komme jetzt maximal zum zweiten Sandgrab. Mehr geht nicht mehr, aber du kannst doch nicht rauswechseln. Dementsprechend musst du das hinnehmen. Und dann war es das hier auch schon für Onyx. Aber das macht nichts. Hat seinen Dienst getan. Oh, Schild ist sogar weg. Das ist freundlich von dir. Du hast jetzt auch keine Schilde mehr. So, die Uhr noch ein bisschen runtertinken lassen. Dann gehen wir rüber in Zappi. Also, Zappi ist hier sehr, sehr emsig. Wobei, muss aufpassen. Du kannst ja schon mal einfangen hier, ne? Wegschildern. Matschbombe, bevor sie es halber. So, mal gucken wir. Komme ich selber noch zum Säurespeicher oder könnte ich die runterfarmen? Runterfarmen wäre schmackhaft, aber das hat sich hiermit auch schon erledigt. Oh, ich halte nicht so viel aus. Mal gucken. Blattgeißel, aua, oh, nehmt mich komplett raus. Oh, naja gut, Altaria ist noch da. Damit farm ich dich runter. Feuerode macht eine Menge. Und jetzt kommt noch Ibitak. Ja, das passt. Feuerode drückt richtig rein. Dann komme ich vor dir noch zum Drachenpuls. Und dann war es das auch für dich. Und dann, ja, kann der Tag der offenen Tür hier schon mal so richtig durchstarten. So, rüber damit. Und dann haben wir Kampf Nummer 1 hier schon mal eingesagt. Schön. Dann gleich mal rein in den zweiten Kampf und es kommt ein Onyx. Okay, Altaria gegen Onyx heißt das Ganze hier. Dann mal los. Komm, ich gehe gleich rüber, mein eigenes Onyx. Besser ist das. So, hauen wir uns damit gegenseitig auch wieder da aussieht, ne? Ja, gleich machen sie einen Knoten zusammen da. So, wir laden ein bisschen auf. Hoffen, dass du nicht mitgezählt hast, weil es ist noch nicht die Steinkante. Sandgrab geht rüber, wir schwächen dich ein bisschen ab. Ja, und du schildest sogar. Ja, das ist ja klasse. Das habe ich mir ja gar nicht zu träumen gewagt. Geh drüber in Schneebergdeck. Das ist eine ganz schlechte Idee. Das tut auch schon richtig weh. Ich komme noch zum weiteren Sandgrab. Aber dein Onyx hat auch aufgeladen mit Sandgrab. Das hast du noch parat. Das müssen wir bedenken. Also, wenn du wiederkommst, ne? Oh, zweites Schild schon weg. Du hast recht, ne? Deine Verteidigung sinkt. Und ich hätte dich am liebsten ganz runtergefarmt. Aber das war vielleicht ein bisschen vermessen zu hoffen, ne? Das wäre gut gewesen, aber. Okay, Stampfer nimmt ihn. Oh, nehme ich gar nicht raus. Dann kriege ich dich noch runtergefarmt. Ja, das passt. Dein Onyx ist zurück und. Was machst du? Du setzt ein, dass wir runterfarmen können. Naja, gut, sei es drum. Soll uns ja recht sein. So haben wir unsere Schilde noch. Ja. Nehmen wir mal Altaria. Das drückt zwar ein bisschen. Ah, tut weh, ne? Ja. Das ist nicht so eine gute Idee. Ich muss rüber. Zapplerang und fangen wir erstmal die Attacke ab. Wobei, brauche ich gar nicht, ne? Ich habe noch zwei Schilde. Das machen wir mal. Sandgrab schwächt mich, aber wenn jetzt hier mein Säurespeier kommt, dann drehen wir das alles mal ein bisschen um. So, da komme ich doch auch noch zum Säurespeier. Jawohl. Bevor du noch irgendwelche Faxen machen kannst, gib das dann erstmal den Säurespeier. Das macht schon mal einen guten Eindruck. Ja, und jetzt Verteidigung sinkt sehr stark. Und jetzt, aber runterfahren, guck mal, wie das reindrücken. Ach, Ronny, du. Warum machst du das? So, rüber Altaria. Altaria ist mein sicherer Backup. Der zerstört sie zur Not hier alle. So, erstmal weggeschildert. Du bist immer noch abgeschwächt. Ja, tut mir natürlich auch ein bisschen weh, aber. Okay, du bist rüber. Ein Pikachu. Okay, ich sehe dich gar nicht. Durch die Feuerodem kann man dich gar nicht sehen. Oh, total der Qualm davor. So. Pikachu, jetzt gibt es einen Drachenpuls. Das tut auch schon richtig weh, ne? Jo, oh, nimm die komplett raus. Und Wrestling Pikachu war es auch noch. Oh, und jetzt fahren wir noch Onyx runter. Und dann haben wir das hier auch nochmal gerade gebügelt. Ne? Weiter geht's mit Kampf Nummer 3 und es kommt wieder ein Onyx. Sieht aus wie eine Wiederholung vom letzten Kampf, ist es aber nicht. So, diesmal laden wir ein bisschen mehr auf und gehen dann wieder rüber in unser eigenes Onyx. So, und dann ne, können sie sich gegenseitig wieder verknoten. Ja, sieht gut aus. Du gehst raus, hast keinen Bock drauf, hast aber aufgeladen zum Sandgrab. Und was ist das denn da? Schmerbel. Mann, bist du lütt. Die sieht man ja kaum. Oh, das ist ja... Kleiner Mensch. Guck dir mal an, da hinten. Ne? Ja, das ist ja. So, Schild ist da. Sandgrab haben wir auch gezündet. Aber du farmst mich hier einfach runter, Kleiner, ne? Du bist ja hier ein ganz kräftiger. Ah, schon Pausenbrot gehabt. Also, sowas. Okay, Altaria.
kommst auch schon zur Attacke. Was hast du denn überhaupt? Boah, Naschweif, glaube ich, ne? Oder? Wie ist das so? Ja, Naschweif hast du. Schüttel dich mal weg. So, und jetzt ein Drachenbus. Ah, kommst zur nächsten Attacke, ja. Noch ein Schild, kein hier zünden. Egal, was du jetzt rüber schmetterst. Die Schlammbombe, das ist gut, das geht einigermaßen. Ist nicht ganz so schlimm. So, jetzt fahre ich dich aber runter. Anders geht das hier nicht mehr. So, hier noch ein Schild. Aber das sieht schon eng aus, ne? Also, und nix jetzt noch vielleicht kriegen. Puh, und dann hast du noch ein drittes Pokémon, ne? Oh, heikle Geschichte. So, Drachenpuls geht rüber, wirst du wegschillen. Ich muss rübergehen. Zapplerang, aber das ist eigentlich nicht der Ideal, ne, jetzt hier, ne? Das ist nicht so, Ja, muss ich schilden, ne? Sandgrab, ja. Also Sandgrab zerstört mich komplett. Das ist einfach vor den Donnerblitz und ich hoffe, dass da richtig reinfetzt, weil Säurespeier macht nicht viel, senkt ab, aber das ist zu langfristig gedacht. Donnerblitz muss dich rausnehmen und wenn das nicht passiert, dann wird's eng. Ja, nimm dich nicht raus, dann... Das haben wir verzockt, das geht nicht mehr. Also wenn du Sandgrab zündest, und das wird's bestimmt sein, das nimmt mich komplett raus und Altaria bekommt dich nicht mehr weg, ne? Ja. Altaria ist da und... Ah, nee. Nee, guck's an. Nee, ja, schade, schade. Rein in Kampf Nummer 4 und es kommt ein Driftlon. Hallöchen, Kleiner. Das ist ganz gut, da drücken die Feuer-Odem doch mal so richtig rein, ne? Jo, das schmeckt dir gar nicht so. Schön, so Drachenpuls. Komm ich leider nicht vorher. Ach komm, lassen wir mal durchgehen, was soll schon sein. Eissturm. Ah, das ist aber auch, wenn man hier nicht so richtig weiß, was sie für Attacken haben, ne? Also, wann spielt man schon mal gegen einen Driftler? Und das war natürlich auch... Mit Onyx habe ich mich gerecht, aber das... Oh, das kann noch teuer zu stehen kommen. Flunschi noch, du... Oh. Flunschi ist der Killer, Freunde. Flunschi ist der Killer, der macht uns jetzt hier alle fertig. Ah, der spielt bestimmt Lehmbrühe hier. Im Minicap, ganz bestimmt. Und dann ja, schwächt er uns so runter und dann kann ich auch schillen, was ich möchte. Ach, Mann. Eissturm und Flunschi, ne? Das ist ein bisschen bitter, ne? So, Angriff sinkt auch noch, vielen Dank auch. Ja. Oh, und da ist auch schon die nächste Lehmbrühe. Ja, was machen wir denn? Na komm, mal lass mal durchgehen, die Lehmbrühe. Ja, drückt auch schon kräftig. So, wenigstens noch ein Sandgrab. Ich kann die zwar abschwächen, aber wie soll ich dich denn wegkriegen? Hm, das ist eigentlich gar nicht möglich, aber ich guck mal. So, Schild ist da. Ah, geht nicht mehr, ne? Und hier Zappli. So, Zappli, hast du noch was drauf? Ein Schild habe ich noch. Zappli. Hm? Ziehst du durch das Ding? Steinhagel. Oh, er macht da drüben auch noch alles richtig. Glückwunsch zum Sieg, sage ich jetzt schon mal. Da kann ich nichts mehr machen. So, nochmal Säurespeier. Ich schwäche dich ab im großen Stil, aber trotzdem, du überstehst du das da alles, ne? Ist sogar noch ein Schild da. Ja, was wollen wir mehr? Und Onyx, ja, was willst du denn jetzt noch machen? Ja. Flunschi, Glückwunsch. Du bist ja der Kita-Sieger. Du machst hier alle platt mit deiner Lehmbrühe. Nicht schlecht, nicht schlecht. Müssen wir anerkennen. Drittes Pokémon. Gar nicht erst gesehen, ne? Ja. Also den Kampf vergessen wir mal ganz schnell wieder. So, keine Schilde mehr. Bring es zu Ende. Nochmal die Lehmbrühe oben drauf. So, abgesoffen bin ich. Das war's. Die Lehmbrühe haben wir gut verdaut. Jetzt greifen wir nochmal so richtig an. Und da kommt ein Glibunkel. Ja, Hallöchen, Glibunkel. Nächste Woche auch mit schwarzer Kappe zu fangen in der Fashion Week. Solltet ihr das noch nicht mitbekommen haben, ja, klickt mal oben rechts jetzt. Ich habe dazu schon ein Video gemacht. Aber jetzt geht's weiter. Jetzt gibt es hier erstmal den Drachenpuls. So, was gewechselt. Schmerbe. Ja. Da habe ich doch eben gegen die verloren, ne? Wenn ich hier nichts mehr machen wir das anders. Dann lernen wir draus. Da lernen wir draus. Versuche ich dich jetzt aber diesmal runterzufahren. So, schilde ich einmal weg. Sonst wird es ein bisschen enger. So. Jetzt fahre ich dich runter. Klappt nicht ganz, aber jetzt lasse ich durchgehen. Das müsste ich dann auch noch überleben. So. Schlammbombe überlebe ich. Gut, jetzt fahre ich dich runter. Jetzt fahre ich dich runter. So. Und habe auch schon wieder einen Drachenpuls parat. Hau raus, wer kommt? Ach, du dickes Ei. Schanaira. Jetzt fahren sie auch noch den Bus vors Tor. Jetzt machen sie hier richtig einen auf Defensiv. Na, super. Geht der hier Minicap auch schon los. Aber, gucken wir mal. Drachenpuls fetzt einigermaßen. Aber das wird ein hartes Stück Arbeit hier, das Ei hier zu knacken. So, ich komme mich vorher zum Drachenpuls. Komme ich. Könnte auch eine Mondgewalt nehmen.
Mondgewalt hätte vielleicht ein bisschen mehr gemacht, aber gut, Drachenpuls erfüllt seinen Zweck auch. Und dann bist du hier schon durch, Altaria. Danke, dass du da warst. Hab dich ja schon fast weg. So, Teamwork ist gefragt. Onyx, bisschen abschwächen mit Sandgrab. So ein, zwei Mal würde ich mir das Ganze mal wünschen. Jetzt werden wir auf jeden Fall erstmal deine Attacke durchgehen lassen. Wir brauchen das Schild noch. Psychokinese, das passt. Das macht nicht allzu viel. So, ein, zwei Mal Sandgrab. Du wechselst raus. Okay, Glibunkel wieder da mit Attacke. Glibunkel. Was hast du denn überhaupt für eine Attacke? Ich schilde erstmal weg. Ein Fußtritt. Ach was, guck mal hier, ein Fußtritt hat er drauf. So, Sandgrab geht rüber. Ich lade noch ein bisschen mehr auf. Ach was, ich fahre mich runter. Das passt doch noch gerade. Nee, passt nicht. Passt nicht. So, das muss ich jetzt aber überleben. Wieder der Fußtritt. Macht nicht viel, oder? Boah, ja, aber sag mal, hast du Schuhgröße 48? Das tat ja richtig weh. Ja, aber jetzt habe ich dann zweimal Sandgrab. Und dein Schild brauche ich auch noch. Aber wenn ich dich zweimal abschwächen kann mit Sandgrab, dann kannst du dein Schild auch behalten. Und dann krieg ich dich runtergefarmt. So, noch ein Sandgrab. Schild ist auch da. Was wollen wir mehr? So, und dann machen wir Abfahrt rüber in Zappi. Und dann könnten wir dich runterfarmen. Ne? So, das bringt so rüber. Bevor du zur Attacke kommst. So, komm, hau das hin. Ja, das macht gut eine. Ja, Freunde, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, euer Shurtalk. Bye, bye.